Hallo zu einem neuen Video bei Marius Lingdose. Der Winter rückt immer näher und naja, so richtig weiß man gerade nicht, wie es mit der Fischerei so läuft oder nicht läuft, ob man raus kann, ob man nicht raus kann. Mini-Lockdown in Deutschland oder vielmehr in ganz Europa jetzt ja mittlerweile. Ja, jetzt heißt es natürlich ein bisschen Fliegendosen füllen, neue Muster rausfinden, irgendwas verändern und ich mache mit euch heute eine Fliege, die ich so noch nicht ganz genau gemacht habe. Ich habe noch nicht eine einzige davon gebunden. Also ihr seid jetzt quasi bei der Premiere dabei. Ich habe sie ähnlich schon gemacht, aber genau so in der Form noch nie. Und es soll eine Barschfliege werden und ja, Barsch- und Forellenfliege. Und das ganze Ding soll so ein bisschen die Form, Farbgebung einer kleinen Regenbogenforelle haben. Das sind jetzt sicherlich nicht die bevorzugten Futterfische der Barsche, aber dadurch hat man durch das, so wie ich sie aufbaue, hat sie einfach so eine natürliche Fischchenform und Farbe und dann halt so einen fluo-pinken Anteil als Bäckchen drin und das so als Beißreiz eigentlich. So, fangen wir einfach mal an. Eingespannt habe ich hier einen Tunker TP10 in Größe 2. Zweier Haken finde ich ganz gut für die Barsche. Und als Faden habe ich UTC 140 in Weiß. Geht auch Uni 6.0. Wichtig ist nur in dem Fall ein weißer Faden, ein heller Faden. So, ich beschwere die Fliege jetzt hier nicht, weil ich sie lieber mit einer Sinkschnur fische, anstatt sie schwer zu machen. Ich werde jetzt in den nächsten Tagen, Wochen noch ein paar verschiedene Barschmuster zeigen. Und da werden auch noch beschwerte Muster dabei sein, die man über den Grund fischen kann. Aber das hier ist so die erste Idee, die ich hatte. Also, Faden anlegen, nur so bis knapp hinter die Mitte, weiter braucht ihr da nicht gehen. Ein bisschen Vineyard Brushcoat auftragen, einfach um die Grundwicklung hier zu sichern. So, und jetzt brauche ich Baitfish Fiber in Weiß, oder vielmehr das hier ist Pearl. Dann nehme ich mir ein kleines Bündel, viel brauchen wir da nicht. Schneide mir das ab. So, und dieses teile ich jetzt direkt von den Größen ein. Das heißt, ich falte es um und lege es so, dass ich nicht alles auf einer Länge habe, sondern der eine Teil ist ein bisschen kürzer als der andere. Und so bekomme ich dann vielleicht sogar noch ein bisschen. So, dass es so aussieht dann. Das heißt, ich habe das eine so auf 40%, das andere auf 60% Länge. Das schneide ich mir durch. Und den kürzeren Teil, den lege ich mir jetzt zur Seite. Und den langen Teil brauche ich als erstes. So, und den nehme ich und tape ihn mir ein bisschen aus, sodass die Fasern nicht alle auf der gleichen Länge sind. Auf der anderen Seite auch. So, und dann lege ich mir das Material hier drauf. Zwei lose Wicklungen. Dann kann ich das Material noch ein bisschen drehen, falls nötig. Und gehe hier mit dem Faden richtig fest runter und bind's ein. Hier jetzt einfach ein bisschen mit Lack drauf und dann wird der Teil, der nach vorne steht, umgeklappt. Und dann wickel ich hier auf das Material drauf. So. Und dadurch, dass ich jetzt von vornherein alles getapert hatte, bekomme ich auch hier wieder einen Taper rein. Das heißt, die Fasern stehen nicht alle auf gleicher Länge ab. Jetzt wieder ein ganz bisschen Lack hier vorne drauf, damit sich nichts verdreht. So, jetzt kommt Electric Dubbing. Ist ein Produkt, das habe ich noch nicht lange im Shop. Werden viele von euch noch gar nicht kennen. Das gibt es in einigen Farben, 6, 7 Stück oder so, ich weiß jetzt gar nicht aus dem Kopf.
Das hier ist Fluo Pink, das hier ist Hot Orange. Das sind Electric Dubbing, ist ein bisschen groberes, sperrigeres Dubbing. Alle Farben in absoluten Fluo-Farben. Also gibt es Salmon, Chartreuse, Fluo Yellow. Und hier für die Fliege nehme ich jetzt Fluo Pink. Davon brauche ich nicht so wahnsinnig viel. So ein bisschen sollte absolut reichen. Und das spinne ich jetzt hier einfach an. Mache da gar keine Schlaufe oder irgendwas, sondern das kommt einfach hier so drauf. So. Und dann bürste ich das Ganze mal so ein bisschen aus. Dadurch, dass das so lange Fasern hat, wird da immer irgendwas rauskommen. Hoppala. So, und dann sollten hier so ein paar Fasern einfach ein bisschen länger rausstehen. Falls das nicht so ist, nicht genug lange Fasern da sind, kann man auch noch so ein bisschen von dem Material nehmen. Einfach mittig einbinden. So, und dann einfach so vorne drauf binden. Dann funktioniert das auch. So, hier wieder ein Tropfen Lack. Und jetzt habe ich ja noch mein kurzes Bündel Baitfish Fiber in Pearl. Und da ist jetzt die Frage, ob mir das zu viel Material ist. Ich bin fast der Meinung, ja, weil ich noch eine zweite Farbe mit dazu nehmen werde gleich. Das heißt, ich nehme hier ein paar Fasern ab, lege die beiseite, nehme dann das Bündel hier und lege es einfach hier unten auf den Haken. 2, 3 lose Wicklungen, dann ein bisschen fester so umdrehen und wirklich gucken, dass die Fasern nur unten drunter sind. Und dann nehme ich als zweites noch Baitfish Fiber in Pearl Grau und da auch ein kleines Bündel abschneiden und von dem hier, das teile ich mir jetzt genau mittig, klappe es einfach um, teile es mittig durch, lege eine Hälfte zur Seite und die andere Hälfte taper ich mir aus. Und ihr ahnt wahrscheinlich schon, was jetzt passiert, das kommt hier oben drauf. So, und jetzt mache ich hier ein paar richtig schöne feste Wicklungen. Ein bisschen Lack reingeben. Den oberen Teil nach hinten umklappen. Und jetzt den unteren Teil nehmen, nach hinten umklappen. Eine lose Wicklung erstmal machen und dann schauen, dass der schön aneinander anschließt, der graue und der weiße Teil. Und hier ein paar Wicklungen machen und mit dem Kopf knoten. Schon die Fliege abschließen. So, jetzt kann ich hier einmal noch mit dem Velcro so ein bisschen durchgehen und das alles ineinander bürsten. Und dann bekomme ich schon so ein kleines Fischchen mit einem dunkleren Rücken und diese tollen UV-Fasern, die da durchleuchten. Und wenn ich jetzt hier noch mit der UV-Lampe drauf gehe, dann seht ihr, wie intensiv dieses Electric Dubbing halt durchleuchtet. Das machen alle von den Farben von dem Electric Dubbing.
die leuchten alle wie verrückt durch und sind sehr, sehr UV-aktiv. So, und dann brauche ich ein paar Augen und dann nehme ich 3D-Augen in, wie nennt sich das noch? Glow in the Dark. Die in 5 oder 6 mm, je nachdem, wie groß ihr sie haben wollt. Ich habe jetzt hier 5er, um den Kopf relativ klein zu halten. Wenn man größere Augen nimmt, muss man nachher auch mehr UV-Kleber aufbringen und den Kopf wird auf jeden Fall größer und die Fliege nicht mehr ganz so schlank. So, immer schön darauf achten, dass die Augen schön parallel sitzen, auf gleicher Höhe. So, und dann brauche ich als allererstes einen dünnen, flüssigen UV-Kleber. Ich habe hier Bugbond Light. Ihr könnt auch Gulf nehmen, den Thin Man. Beide super hierfür geeignet. Und den gebe ich jetzt hier so drauf. Ganz, ganz wenig, sparsam aufgetragen, dass der schön in diesen Kopf einzieht und in die Materialien einzieht und den Kopf von innen richtig schön durchbindet. Das finde ich hier wichtig. Da warte ich auch immer ein bisschen mit dem Aushärten. Der Kleber soll wirklich in dieses Material reinziehen. Und dann setze ich erst zum Anhärten an, dass der Kopf von innen schön fest wird und alle Materialien miteinander verbindet. Und was ihr hier seht auch, wie die Augen anfangen zu leuchten. Und wenn ich dann die Lampe ausmache, weiß ich nicht, ob man das sieht, aber die Augen, die leuchten dann nach. Die Glow in the Dark, das ist wirklich so, dass sie nicht nur reflektieren in dem Moment, sondern wirklich sich aufladen und leicht nachleuchten. Das kann auf jeden Fall an trüberen Tagen interessant sein oder auch für die Zanderfischerei in der Dunkelheit. Kann ich mir sehr gut vorstellen, dass das was bringt. Ich hoffe, dass ich da demnächst mal rauskomme und das ausprobieren kann und vielleicht mal einen Zander auf die Schuppen lege wieder. So, und jetzt habe ich als zweiten Kleber, Bugbond Original oder halt irgendeinen anderen von Gulf, Hauptsache einen dickflüssigeren Kleber. Hiermit kann ich jetzt die Augen überziehen ohne dass mir der Kleber gleich überall hinläuft und runtertropft und so, sondern einfach hier nur das Köpfchen formt und die Augen sichert davor abzufallen. Ein bisschen in rotieren lassen, damit sich der Kleber schön gleichmäßig verteilt. Dann mit der Lampe aushärten. Wunderbar. Da klebt nichts, backt nichts mehr. So soll das sein. So, und jetzt kann man die Fliege entweder direkt so fischen oder noch mit dem Edding ein paar Punkte aufbringen oder Streifen aufbringen oder so, ganz wie ihr wollt. Ich lasse die allerdings so. So gefällt die mir nämlich richtig cool. Und werde jetzt keine Streifen drauf machen. So, und dann hoffe ich, dass euch das Video gefallen hat. Wenn ja, wie immer, macht einen Daumen hoch. Schreibt einen Kommentar unten drunter. Und vielleicht folgt ihr mir auch noch bei Instagram. Da poste ich auch ab und zu immer mal was. Teilweise Ankündigungen für neue Videos, teilweise irgendwelche Fliegenideen, teilweise Fischbilder, je nachdem, wie man es halt so macht bei Instagram. Also dann, habt eine schöne Zeit, macht es gut. Bis dahin, euer Mario.